Warum höre ich hier so ein Weinen? Muss ich hier nochmal was irgendwie ablegen? Irgendwie hier irgendwo an der Schrankwand oder? Vielleicht im Bad irgendwo? Ja, Klo benutzen, genau. Ich muss jetzt nicht Pipi machen, sondern ich habe halt nur Angst, Pipi. Hier war es doch so laut. Inventar öffnen. Was legen wir hin? Medaillon oder Kriegsmedaille? Nehmen wir mal das da. Ah, das passt sogar. Okay, die blöde Tuse, die ist wieder ruhig und war sogar noch ein bisschen fröhlich darüber. So, wir haben jetzt noch die Spardose, die weiß ich ja, wo sie hinkommt. Da hören wir auch schon wieder das Kind schreien. Die Frage ist nur das Kriegsmedaillon, wo das hinkommt. Aber wir hören hier ja sogar Geräusche, also können wir da ja vielleicht ein bisschen der Geräuschkulisse folgen. Wow. Mega lag wieder schon wieder. Hier sind wir doch hergekommen. Aber hier höre ich auch nur das Baby oder das Kind. Deshalb gehen wir mal hier hinein. So. Ah, da bei dem Geld vielleicht. Ja, schön. Ich wollte sogar noch das Geld da reinwerfen, aber das ist wohl automatisch hier und ich höre schon wieder das Geräusch. Aber ich glaube, das hat nichts zu bedeuten. Können wir hier jetzt noch irgendwas Kriegsmedaillon ablegen oder müssen wir da vielleicht noch in das untere Stockwerk hinunter? Wo an unser Rücken ist irgendwie voll rot, ey. Wie viel Gesundheit haben wir? Falsche Taste. 40%. Okay, da können wir ja mal eins nutzen. Ich glaube, wir hatten ja zwei. Ja, okay, eins haben wir jetzt noch. So, dann schauen wir mal eins weiter nach unten. Hallo, hallo, niemand da? Gut. Schon wieder so ein Disco-Licht. So, da geht's vielleicht raus. Hier liegt so komische Holzbalken. So, warum sehe ich hier nichts? Oder höre nichts vielmehr? Ja, Schaukelstuhl. Schaukel vor dich hin. Oh, da ist nix. Ah, hier ist wieder so ein Gemälde. Na schön, das speichert es auch. Und warum hat jetzt aufgehört zu wippen? Okay. Die Gemälde ist auch, auch eine Art von Nebenmission. Ich glaube, da gibt es sogar 9 Stück oder so. Und die muss man dann irgendwo an einen Ort bringen. Und dann, keine Ahnung, was dann passiert. Sind Spinnenweben. Ah. Kriegsmusik oder Hintergrundkulisse. Das Medaillon vom Zweiten Weltkrieg. Wo platziere ich dich hin? Dahin. Murphy Pendleton, unser Held. Okay, na dann,
war das wohl unverhofft auch eine Nebenmission gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht gefällt es euch so ein bisschen. Ich glaube, okay, das war jetzt so eine Sammelsache. Auch mit den Vögeln oder mit den Gemälden ist mehr so Sachen, wo man halt rumlaufen muss und einsammeln muss. Aber es gibt auch so kleine Nebenmissionen mit Story-Elementen, wo jetzt halt mit der Hauptstory nichts zu tun haben, aber halt trotzdem eine kleine Story beinhalten. Halt auch keine Riesen-Story, aber halt so ein bisschen so Zwischensequenz. Scared the hell out of me. Definitely not what I intended. Still in town, I see. Just haven't found a way out yet. If I had a nickel for every time I heard that. Yeah? Then what? Well, let's just say I could finally put this damn bag down for starters. Man, cut the bullshit. What is this place? Can't say I understand the question. This is a busy town. Do you think these letters deliver themselves? Whatever. Can you at least tell me where the radio station is? Someone's been calling in, making these dedications to me. Oh, sure. That'd be the tall building in the center of town. Big old monster of a clock at the top. Shouldn't be hard to find. By the way, I ran into that lady friend of yours. What in the world you do to get that young woman so riled up anyway? She was fit to be tied. Tell you the truth, I got no idea. Son, in my experience, when someone's that angry, it ain't a mistake. It's personal. Nun gut. Eigentlich denkt man so, wenn man hier Menschen findet, dass man irgendwelche Antworten bekommt auf seine Fragen, aber irgendwie, ja, wollen die Fragen nicht beantworten oder wie auch immer, es kommen neue Fragen auf. Mal schauen, wo wir sind, was wir jetzt noch so an Aufgaben haben. So, wir haben finde einen Weg zum Radiosender. Howard sagte, der Radiosender wäre ein hohes Gebäude mit einer großen Uhr im Stadtzentrum. Ich muss diesen DJ finden und ein paar Antworten bekommen. Woher kennt er meinen Namen? Ganz genau. Dann schauen wir noch auf die Karte. Das ist jetzt aber eine neue Karte, oder? Ich meine, vorher? Okay, wir. Hä? Nee. Ach, wir sind jetzt nur da hinten. Ach so, ich blöd, Mann. Ich habe schon gedacht, wir sind hier irgendwie rausgekommen, aber wir sind ja erst hier hinter der Absperrung da, wo das rote durchgekritzelte ist. Okay, was haben wir hier? Sentinel Building. Meint er da vielleicht, dass es große Gebäude ist mit der Uhr? St. Marias, Monterey Cemetery. Okay, ich weiß, dass bei der Bank gibt es auch irgendwie eine Nebenmission. Wir könnten wohl jetzt hier zurück in den anderen Bereich wieder, denke ich mal. So, was liegt denn da? Ein paar Steinchen. Was war ich da vorher gerade noch? Ach so, nur so ein Holzbalken. Da ist auch alles wieder verbarrikadiert. Okay, wo geht's hier entlang? Was haben wir denn da? Toll, ist auch ein Stein. Na toll. Ist nichts Großartiges. Also können wir wohl nur in die Richtung, wo der Postbote auch hin ist.
schon wieder so ein Sandkasten. Ist da wieder so eine Information? Da was geblinkt? Okay, ein Stein wieder. So, hier gibt es wohl diesmal nichts Tolles. Aufheben. Achso, das war wohl der Rechen. So, alles wie ausgestorben. Oh, ein Verbandskasten. Den nehme ich gerne mit. Zudem sage ich niemals nein. Schauen wir noch mal kurz auf die Karte. Ich würde am besten einfach mal dazu raten, dass wir mal hier zu dem komischen Fragezeichen gehen. Da müssen wir auf die Pride Street. Ich hoffe nicht, dass hier wieder so komische Frauen kommen oder so. Wo geht's hier entlang? Wenn ich mal auf die Karte schaue, könnten wir ein bisschen abkürzen vielleicht. Und vielleicht finden wir noch das eine oder andere, wie zum Beispiel, also die Frage, Küchenmesser oder hier so eine Axt. Was besser? Ich nehme mal das Küchenmesser mit, weil das ist ja noch ganz. Oh, da stellt mich schon. Wow. Ah, ja. Ich hab gedacht, die gibt's nur in der Höhle. What the fuck? Scheiße. Aber der kommt ja, glaub, gar nicht in den Gang rein. Okay, der läuft gegen die Wand. Hier haben wir, glaub, wieder. Was haben wir denn da? Wieder so ein Radio. Naja, bevor uns das Viech angreift, gucke ich mal lieber auf der Straße weiter. Boah, ey. Der sagt mich gerade erschrocken, Mann. Vor allem, weil der auch so groß sind, ey. Da ist so ein riesen Viech da auf mich zugerannt. Boah. Ey, ey. Was haben wir hier Tolles gehabt? Wieder so ein Holzbrett. Nein! Ah, nein! Woher kommt die denn? Woher kommt die blöde Tante? Gibt's ja gar nicht. Jetzt geh sterben, mein Gott. Ich glaube, ich sollte mal so langsam ein bisschen schnell in das Gebäude rein, weil es fängt schon wieder an zu regnen. Deshalb hier keine Rücksicht auf irgendwelche komischen Gestalten. Ich renne hier einfach mal Sackgasse. Wie kommen wir dann da rüber? Aber das wird ja gar nicht angezeigt, die Sperre. Kann es sein, erst wenn ich die entdecke, dass die da kommt oder... Was ist denn das hier für ein komisches Tor, hey? Das ist wie im Gefängnis. Okay, jetzt wird die Sperre angezeigt. Da hinten bei dem Viech, das ist sogar ein Fragezeichen. Jetzt okay. Okay, wir müssen wohl durch den Low Gains Park durch, wie ich das so sehe. Ich wette natürlich in dem Park, da sind ein paar friedliche Menschen, die hier schön im Sonnenschein sich baden. Und ja... sich mit Sonnencreme einschmieren, ihre Sonnenbrille aufsetzen und einfach mal das schöne Wetter genießen und auch die friedlichen Einwohner. Ah, das ist doch mal ein schöner Urlaubsziel hier. Silent Hill, kann ich dir nur jedem empfehlen. Hier kommen wir wieder runter. Was ich in der Zeit mitbekommen habe, wenn wir irgendwie hier Schlüssel hätten, oder hier ist auch alles komplett zu... können wir sogar sozusagen eine Art Schnellreise machen zwischen den
verschiedenen Abschnitten und vor allem auch, glaube ich, eine sichere Reise machen, weil in den Tunnelsystemen, glaube ich, keine Monster sind. So, nach links geht's in den Park rein. Und es regnet auch, also ja, sehr schön. Also ich kann mit euch wetten, dass da jemand kommt. Was steht denn da? Nein zu Fremden, fremde Gefahr. Sichern, aufpassen, beschützen steht da noch. Okay. Fremde Gefahr? Ja, fang halt auch noch an zu gewittern, hey. Wie weit geht's denn da? Okay, wir sind jetzt sozusagen in der Mitte. Ziemlich links ist der Ausgang. Ja, genau. Fang halt noch mehr an hier abzugehen, Wetter. So, hier geht's raus, aber hier sieht es auch nicht so aus, als oder können wir hier gleich direkt rein. Hier ist eh Ende Gelände dann. Okay, es hat sich was aktualisiert. Finden Sie einen Weg zum Radiosender? Alles klar, dann gehen wir mal hier hinein. Okay, ich hätte gedacht, das fängt jetzt an zu laden, aber ich mach schnell zu, Murphy. Da war gerade schließen. Hallo, kann ich da noch zumachen oder? Ach egal, die fallen wohl sicherlich echt wieder von selber zu. These are my parole papers. Who is doing this? What do you want from me? What do you want from me? Hey, Murphy! I got your paperwork here. Take a look. Hey, Murphy, remember, this is a limited time offer, my friend. I'll let you know. What's up, Officer Coleridge? What was that about? Nothing. Hey, don't bullshit a bullshitter. Sewell's bad news, Murph. He doesn't do anyone favors. What are you in for with him? It's nothing. It's... Don't worry about it. For your sake? I hope so. I don't want to get your hopes up, kid, but the parole board's looking pretty closely at your case. Don't screw this up now. Not after all I've done to get you out of here. Don't worry, Officer Coleridge. I got it all under control. Just some unfinished business to take care of. What the hell are you doing in here anyway, Murphy? You're not like these guys. Told you, sir. Car theft, resisting and evading, and... Yeah. You stole a police cruiser and led him on a 10-hour chase down the eastern seaboard. What makes a guy with no priors and a clean sight do something that stupid? I think you at least owe me the truth. Maybe I just needed to escape from the world for a while. Yeah, well, you just steer clear of Sewell and do your homework, right? You got it, Chief.